Leute, hier ist wieder Chris aus Thailand mit einem neuen Video und heute direkt aus Khao Lak, Phangan Provinz in Thailand. Wir haben gestern in Phuket übernachtet am Flughafen und sind dann heute direkt hierher gekommen mit dem Bus eine Stunde. Khao Lak ist ja ein sehr beliebtes Gebiet für Touristen in Thailand und ich bin hier natürlich wieder in eurem Auftrag unterwegs, um die aktuelle Lage zu checken und euch auch ein bisschen was von hier zu zeigen und der Umgebung. Ja, und wir haben vieles vor. Ich freue mich drauf. Ja, und ihr habt ja vorhin in dem Einführungsvideo gesehen, dass ja Khao Lak genauso vieles geschlossen hat, viele Shops geschlossen haben, genauso wie in Ao Nang und auch auf Phi Phi. Aber hier ist die Mischung noch ein bisschen gesünder. Das heißt, man ist hier nicht vielleicht 80-90% abhängig vom Tourismus wie in Phi Phi, Ao Nang, sondern hier sind es vielleicht 60-70%. Von daher sieht das Bild noch ein bisschen gesünder aus, nicht ganz so verheerend. Und die Leute da vorne mit dem Motorbike, das sind Bernhard und Christa aus Österreich. Und mit denen standen wir in Kontakt und die werden uns jetzt hier mal ein bisschen die Umgebung zeigen, die Strände und so weiter. Sehr nett von ihnen. Die kommen jetzt quasi frisch aus der Quarantäne in Bangkok vor 2 Wochen. Okay, da sind wir auch schon am Strand angekommen, am 1. Ihr seht, vollkommen Ebbe. Also hier ist jetzt komplette Ebbe und selbst bei Flut ist hier das Wasser ziemlich flach. Und dann ist trotzdem noch die Insel in der Mitte da, die eben durch den Tsunami entstanden ist. Also das war Lem Pakarang. Pakarang Cape. Lem Pakarang. Also das Pakarang Cup. Pakarang. Run upside and head to higher point to safety before the big waves. Okay, das ist hier eine Tsunami-Schutzeinrichtung, wo man schnell hochgehen kann, falls richtig hohe Wellen kommen. Und dann hoffen, dass das Haus standhält. Also alle paar hundert Meter gibt es solche Gebäude für den Schutz. Ja, ihr seht, hier sind auch viele Beachfront, Bungalows und Resorts, aber eben alles leer gerade. So, nächster Strand, Surfer Beach. Ja, hier auch 5-Sterne-Hotel. Noch weitere Hotels hier am Surfer Beach, aber größtenteils verwaist. Und wir gehen jetzt mal darüber. Da soll eine coole Bar sein, Memory Bar. Und ja, wir haben heute hier mal einen kleinen Englisch-Deutsch-Mix. Sorry dafür, aber es ist echt gut, dass auch Bernhard und Christa mit meiner Freundin sprechen können, dass sie auch relativ gut Englisch können. Dann brauche ich nicht zu übersetzen. Klappt echt gut. Normalerweise geht hier das Wasser bis zur Hüfte, wenn Flut wäre, aber jetzt ist gerade Ebbe. Sieht echt stark hier aus mit noch so einem Nadelwald, könnte man sagen. Mitten am Strand. Eigentlich alles, was man heute an Bäumen sieht, das hat alles ein Tsunami überlebt. Viele Palmen hat es geköpft oder umgerissen, aber die ganzen Bäume haben einen Tsunami überlebt. Die haben im Stand gehalten. Ich habe Ihnen schon versprochen, dass soweit ich kann, werde ich weiterempfehlen und Werbung für ihn machen. Das ist sehr cool, wenn du dann wirklich das Video. Okay, nächste Station, Coconut Beach. Normalerweise ist hier alles voll mit Liegestühlen, aber jetzt nicht mehr. Und ihr seht, da waren wir als erstes bei dem Cape.
die Wurzeln werden immer mehr unterspült durch die Palmen umfallen und so wieder vorne, dann liegen sie einfach da. Das ist einfach, weil du siehst hier in der Regenzeit, wenn die Wellen hoch sind, geht die Brandung bis daher und unterspült alles. Jetzt ist noch alles dann. Und so verlieren sie von Jahr zu Jahr mehr Land. Ja, wir spazieren jetzt hier vom Coconut Beach zum White Sand Beach. Echt schön hier, sehr naturbelassen. Ja, da seht ihr von der Palme, da hat es nur den Kopf oben abgerissen und der Stamm ist stehen geblieben. So hoch waren die Wellen vom Tsunami damals. Hier wird auch alles gegen die Unterspülung geschützt und dass die Palmen nicht umfallen. Ao Tong Beach, Restaurant und Bungalows. Ja, und wir sind jetzt quasi dann auch am White Sand Beach angekommen. Du versucht da ein paar Einsiedlerkrebse zu fotografieren. So, jetzt sind wir hier am Ende des White Sand Beaches angekommen. Und hier ist noch eine Ruine von einem Hotel, was vom Tsunami zerstört wurde. Also da sieht man noch eine Buddha-Skulptur, war das mal von dem Hotel. Und dann hier so ein paar Wasserspiele. Hier waren die Toiletten. So ein typischer Lost Place. Also wir wissen nicht, was sich dort am Ende der Treppe befindet. Wir sind mal gespannt. Auf jeden Fall immer auf Skorpione und Schlangen achten hier. Aber wir haben keine Probleme mit den Schlangen. Wir haben hier noch einen Bodyguard mit dabei, der uns jetzt über 200 Meter gefolgt ist. Also ja, hier ist nur noch Rasen und da oben ist auch nur noch Rasen. Zu sehr zugewuchert. Lohnt sich also nicht, da noch weiter hoch zu kraxeln. Da oben sieht man dann noch die Bungalows, die dort stehen. Ja. Hat aber trotzdem Spaß gemacht. Also Christa sagt, das soll wohl mal das Similana Hotel gewesen sein. Und bis vor 2 Jahren stand immer noch das Hotelschild, also 14 Jahre lang, nachdem das Hotel zerstört wurde, stand das Schild immer noch da. Wer hier schon mal war in dem Hotel, der kann mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Die kleine Beachtour haben wir jetzt beendet mit Bernhard und Christa. War sehr, sehr schön. Wirklich Strände, wo kein Mensch ist, wunderschön. Wir haben uns dort ja die verschiedenen negativen Effekte angeschaut, teilweise von der Pandemie, aber teilweise auch noch die Effekte von dem Tsunami damals von 2004. Das war wirklich sehr interessant. Da haben wir uns ja sogar noch ein Lost Place kurz angeschaut, ein Hotel, was zerstört wurde vom Tsunami. Ja, und wir fahren jetzt erstmal zurück zum Haus von Bernhard und Christa und ich und Bernhard. Wir wollen da noch eine Runde pumpen, also ein bisschen trainieren. Er hat ein Home Gym. Bin ich mal gespannt. Da wird er mich bestimmt richtig herausfordern. Ja, und vielleicht, wenn es sich anbietet, mache ich da noch ein paar Aufnahmen. Ansonsten sehen wir uns bestimmt beim nächsten Video wieder hier aus Khao Lak. Und bis dahin, macht's gut. Ciao. Super. Also Dew hat jetzt auch der Dew hat jetzt auch der Eifer gepackt hier. Ha ha.